Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um das Thema Eigenkündigung, also Selbstkündigung des Arbeitnehmers während der Krankheit. Was ist zu beachten? Soll man das machen? Wie sieht es damit aus? Welche Folgen könnte das haben? Wie geht man vielleicht besser vor? Das ist eine Frage, die ich ganz, ganz oft bekomme. Der Arbeitnehmer ist krank und er hat keinen Bock mehr, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, was auch immer. Meistens so eine Kombination, man ist schon, fühlt sich wegen Mobbings krank oder weil einfach die Situation unmöglich ist bei der Arbeit. Man kann einfach nicht mehr. Und jetzt überlegen Arbeitnehmer, ob sie selbst kündigen. Ich sage immer, in der Regel gefährlich. Warum? Weil es meistens eine Sperrzeit bei der Bundesagentur für Arbeit gibt. Denn ich habe ja selbst die Arbeitslosigkeit herbeigeführt. Manche Arbeitnehmer gehen jetzt zur Agentur hin und fragen danach. Heikel. Zum einen gibt es in der Regel keine verbindlichen Auskünfte. Zum anderen machen sie vielleicht auf das Problem überhaupt erst aufmerksam. Wie geht man besser vor? Wenn sie krank sind durch die Arbeit, der Arbeitgeber sie mobbt, gehen wir wegen Mobbings vor. Wenn sie krank sind durch die Arbeit, weil der Arbeitgeber sie ständig überlastet, dann gehen wir gegen diese Überlastung vor. Am Ende gibt es dann häufig in diesem Verfahren, wie wir denn, wenn wir da so gegen vorgehen, gibt es dann häufig eine Kündigung des Arbeitgebers, eine Aufhebungsvereinbarung, die man gerichtlich protokollieren lässt, also keine Sperrzeit und noch eine gute Abfindung. Auf all das verzichten sie, wenn sie einfach so eine Eigenkündigung aussprechen. Deswegen sollte man vor jeder Eigenkündigung des Arbeitsverhältnisses wirklich rechtlichen Rat einholen. Ich biete an, kostenlos unverbindlichen Telefonat zu führen dazu. Zu überlegen, ist es hier sinnvoll, ist es vielleicht nicht sinnvoll. Wenn Sie im Kleinbetrieb sind, wenn Sie keinen Kündigungsschutz haben, dann kann das auch anders sein. Wenn Sie schon einen neuen Job haben, kann das auch anders sein. Ja? Aber in allen anderen Fällen ist das in der Regel sinnvoll, sich beraten zu lassen. Andere Kollegen machen das auch. Auch die, die es nicht gratis machen, zumindest eine Erstberatung kostet anwaltlich immer nur 190 Euro plus Mehrwertsteuer. Das sollte man investieren. Denn die Nachteile bei einer Sperrzeit, 3 Monate kein Arbeitslosengeld, davon 2 Monate nicht versichert, die sind viel, viel größer. Ja? Also das verstehe ich immer nicht, warum Leute sowas machen und dann wollen sie damit zu mir kommen, wenn das dann schiefgegangen ist, da nehme ich sie nicht mehr an. Das ist Sozialrecht, ja? Das mache ich nur mit für Mandanten, die hier Mandanten sind, aber ich bin Arbeitsrechtler, ich bin Kündigungsrechtler und ich bin kein Sozialrechtler. Und warum, wenn sie da jetzt gegen vorgehen, gegen so einen Bescheid, Widerspruchsverfahren klappt es manchmal, manchmal nicht. Dann landen Sie im Klageverfahren, dann klagen Sie 5 Jahre vor dem Sozialgericht, ob die Sperrzeit wirksam war oder nicht. Das kann man alles vermeiden. Sehr, sehr ungünstig. Ja? Sprich also, Selbstkündigen während der Krankheit in der Regel keine gute Idee. In der Regel gibt es viel, viel bessere Möglichkeiten, die Sie zumindest mit Ihrem Anwalt, Ihrem Fachanwalt für Arbeitsrecht, Ihrem Kündigungsspezialisten durchziehen können. Wenn Sie dazu Fragen haben, gerne in die Kommentare. Ich freue mich über positive Bewertungen. Ich freue mich auch darüber, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.